Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bobbyversum TV und einer neuen Folge von Bob Frieds Bilderbuch. In der heutigen Folge schauen wir uns einen weiteren Bild für den Dämonenjäger an und das ist der Captain Marus Bild. Der Captain Marus Bild ist vielleicht nicht unbedingt der stärkste Bild für den Dämonenjäger, aber er bietet eine sehr markante Spielweise, macht super viel Spaß und wir können damit ohne Probleme die großen Nephalem-Portale bestreiten. Selbstverständlich funktioniert das Ganze aber auch in den normalen Rifts. Wir werden uns jetzt im Laufe des Videos als allererstes das Skillset anschauen, danach werfen wir einen Blick auf die benötigte Ausrüstung, die Gegenstände, die sich in Kanais Würfel befinden, aber selbstverständlich auch die Paragon-Punkte-Verteilung und die legendären Edelsteine. Zum Abschluss könnt ihr euch, wie ihr es gewohnt seid, immer noch ein bisschen Gameplay angucken, um vielleicht zu entscheiden, ob das Ganze auch euch Spaß machen könnte. Bevor es jetzt losgeht, eine ganz wichtige Info noch vorweg, die zuvor eingeblendete Bewertung des Bilds ist selbstverständlich nur meine ganz persönliche Meinung. Solltet ihr mal Lust haben, live dabei zu sein, dann schaltet gerne ein, immer dienstags und donnerstags hier auf YouTube und am Freitag und am Sonntag sind wir live auf Twitch. Losgehen tut's immer um 21.30 Uhr und natürlich freue ich mich sehr darüber, wenn ihr da mal reinschaut. Losgehen soll's jetzt aber erstmal mit dem Skillset. Dieses sieht wie folgt aus. Wir haben auf der linken Maustaste den Skill Ausweichschuss mit der Rune Fokus, auf der rechten Maustaste den Mehrfachschuss mit volle Breitseite, auf der 1 ist es der Geschützturm mit der Polarstation, auf der 2 der Salto mit Flickflack, die 3 ist belegt mit Rache und Groll und auf der 4 haben wir den Gefährten mit dem Wolfgefährten. Wobei der gewählte Gefährte, sprich die gewählte Rune, macht hier überhaupt keinen Unterschied, da wir durch den Bonus von dem Itemset, welches wir tragen, sowieso Zugang zu jeder Rune des Skills bekommen. Die passiven Fertigkeiten sind belegt mit Auslese, Maßanfertigung, Hinterhalt und ruhige Hand. Solltet ihr das Ganze im Hardcore-Modus spielen, würde ich euch raten, ein bisschen was umzustellen. Da würde ich hier beim Geschützturm die Polarstation rausnehmen und den Geschützturm des Wächters mit reinnehmen. Dann solltet ihr immer darauf achten, dass immer so ein Geschützturm um euch herum steht. Und bei den passiven Fertigkeiten würde ich auf Auslese verzichten und würde dafür dann das Bewusstsein mit reinnehmen. Die benötigte Ausrüstung sieht in dem Fall wie folgt aus. Ihr findet selbstverständlich, so wie ihr es gewohnt seid, unten in der Videobeschreibung einen Link zu einem Charakterplaner. Dort könnt ihr euch den Bild nochmal ganz in Ruhe anschauen, könnt sehen, welche Stats auf den einzelnen Items optimalerweise drauf sein sollten und könnt das dann auch ganz in Ruhe nachbasteln. Wir kombinieren bei der Spielweise hier 3 Itemsets miteinander. Wir haben zum einen das klassenspezifische Itemset Ausstattung des Marodeurs vom Dämonenjäger. Dieses Set verfügt, wie jedes andere klassenspezifische Itemset, auch über 3 verschiedene Set-Boni. Diese lauten wie folgt, der 2er-Set-Bonus. Beim Einsatz von Gefährte werden alle Gefährten herbeigerufen. Das ist der Grund, warum wir bei dem Skill Gefährte völlig frei in der Runenwahl sind oder auch gar keine Rune wählen können. Das macht, wie gesagt, überhaupt gar keinen Unterschied. Der 4er-Set-Bonus, Geschütztürme verursachen 400% mehr Schaden und wirken Elementarpfeil, Chakram, Aufspießen, Mehrfachschuss und Splitterpfeil zur gleichen Zeit wie ihr selbst. Und der alles entscheidende 6er-Set-Bonus, eure Primärfertigkeiten und Gefährten sowie Elementarpfeil, Chakram, Aufspießen, Mehrfachschuss, Splitterpfeil und Rache verursachen für jeden aktiven Geschützturm 12.000% mehr Schaden. Dieses Itemset kombinieren wir mit Captain Karmesins Garderobe. Das ist dieses neu überarbeitete Crafting-Set, welches wir über den Schmied herstellen lassen können, wenn wir denn den Plan gefunden haben. Und dieses Set hat 2 Set-Boni. Diese lauten wie folgt. Der 2er-Bonus regeneriert 6000 Leben pro Sekunde, reduziert die Abklingzeiten aller Fertigkeiten um 20%, reduziert alle Ressourcenkosten um 20%. Und der 3er-Set-Bonus, euer verursachter Schaden ist um den Prozentsatz eurer Abklingzeitreduktion erhöht und euer erlittener Schaden ist um den Prozentsatz eurer Kostenreduktion reduziert. Das dritte Itemset, welches zum Einsatz kommt, ist das Schmuckset Endloser Gang. Dieses besteht aus dem Schwur des Abenteurers und der Windrose und der Setbonus dieses Sets lautet, reduziert den erlittenen Schaden um bis zu 50%, während ihr euch bewegt und erhöht euren Schaden um bis zu 100%, solange ihr euch nicht bewegt. Das sind also die 3 Sets, die wir kombinieren. Von der Ausstattung des Marodeurs tragen wir am Körper 5 Teile angelegt. Das sind in meinem Fall jetzt hier die Mütze, die Brustrüstung, die Schultern, die Handschuhe und die Stiefel.
Und beim Captain Karmesin Set ist es so, dass wir dort zwei Teile am Körper tragen. Das ist die Hose und der Gürtel. Der Gürtel ist hierbei vorgegeben. Bei der Hose seid ihr variabel. Ihr könnt stattdessen auch die Stiefel wählen, je nachdem, welche Items bei euch besser gerollt sind. Als Armschienen kommen in dem Fall der Wickel der Klarheit zum Einsatz. Das ist ein sehr defensives Item, denn dieser legendäre Affix, den das Item mitbringt, lautet: Eure Hasserzeuger reduzieren euren erlittenen Schaden 5 Sekunden lang um 42%. Das Ganze geht hoch bis 50% und dementsprechend ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn wir alle 5 Sekunden mal einen Gegner mit unserem Ausweichschuss beschießen, denn das ist natürlich einer unserer Hasserzeuger und dementsprechend haben wir dadurch eine Schadensreduktion um bis zu 50%. Der zweite Ring, den wir am Charakter ausgerüstet tragen, ist ein Obsidian-Ring des Tierkreises. Reduziert die verbleibende Abklingzeit einer eurer Fertigkeiten um 1 Sekunde, wenn ein ressourcenverbrauchender Angriff einen Gegner trifft. Ressourcenverbrauchender Angriff wäre in dem Fall unser Mehrfachschuss. Den benutzen wir quasi die ganze Zeit durchgehend und treffen damit auch jede Menge Gegner. Dementsprechend reduziert sich dann auch immer die Abklingzeit einer unserer Fertigkeiten. Als Waffe kommt auch in dieser Spielweise ein Youngs Reflexbogen zum Einsatz. Dieser bringt gleich zwei Vorteile mit sich. Zum einen haben wir den legendären Affix, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Mehrfachschuss um 50% und den Schaden der Fertigkeit um 181%. Das geht hoch bis 200%. Aber ihr seht es hier bei den primären Stats, dieser Bogen hat immer den Stat reduziert alle Ressourcenkosten um 40-50% enthalten. Und das harmoniert natürlich bestens mit dem Itemset Captain Karmesins Garderobe, denn wie gesagt, durch Ressourcenkostenreduktion reduziert sich auch unser erlittener Schaden. Die Offhand, der Köcher, ist der Rucksack des Bombenschützen. Ihr könnt zwei zusätzliche Geschütztürme gleichzeitig aktiv haben. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, denn jeder Geschützturm, erinnere ich nochmal kurz an den Set-Bonus, jeder Geschützturm erhöht unseren Schaden um 12.000%. Die Gegenstände, die sich in Kanais Würfel befinden, sind auf dem Waffenslot das Vermächtnis des toten Mannes. Mehrfachschuss trifft Gegner mit weniger als 60% Leben zweimal und verursacht 200% mehr Schaden. Auf dem Rüstungsslot haben wir Zoes Geheimnis, reduziert euren erlittenen Schaden für jeden aktiven Gefährten um 9%. Und auf dem Schmuckslot ist es der Ring des königlichen Prunks, reduziert die Anzahl der für Setboni benötigten Gegenstände um 1 auf ein Minimum von 2. Selbstverständlich könnt ihr das auch so austauschen, dass ihr den Ring des königlichen Prunks am Charakter tragt und dafür den Obsidian-Ring des Tierkreises hier in den Würfel packt. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr einen super gut gerollten Ring des königlichen Prunks findet, denn der Obsidian-Ring des Tierkreises hat einfach auch den Vorteil, dass immer der Stat reduziert die Abklingzeiten aller Fertigkeiten und der Stat reduziert alle Ressourcenkosten auf dem Ring enthalten sind. Und da wir mit Captain Karmesins Garderobe unterwegs sind, sind das natürlich zwei Stats, die uns sowohl defensiv als auch offensiv einen großartigen Bonus bieten. Und dementsprechend ist es sehr viel wahrscheinlicher, einen gut gerollten Obsidian-Ring des Tierkreises zu finden, als einen gut gerollten Ring des königlichen Prunks. Bei den legendären Edelsteinen habe ich mich für das Verderben der Gefangenen, das Verderben der Geschlagenen und Zeiss Stein der Rache entschieden. Beim Verderben der Geschlagenen ist es, wie so oft auch schon gesagt, ihr könnt hier, wenn ihr in den unteren GRs unterwegs seid, 70, 80, sowas in der Richtung, dann seid ihr wahrscheinlich sehr viel besser beraten, wenn ihr dort ein Verderben der Mächtigen mitnehmt. Das Verderben der Geschlagenen lohnt sich immer erst dann, wenn die Gegner wirklich lange überlegen und die viele Treffer kassieren, bis sie dann letzten Endes umfallen. Die Paragon-Punkte-Verteilung sieht wie folgt aus. Wir besorgen uns erstmal eine Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit von 25%. Danach sorgen wir für einen erhöhten maximalen Hass. Und danach habe ich sämtliche Punkte in Geschicklichkeit investiert. Bei der Offensiven habe ich mich als erstes für die Abklingzeitreduktion entschieden. Danach für Crit-Chance, Crit-Schaden und die Angriffsgeschwindigkeit. Bei der Defensiven ist es zuerst All-Res, danach Leben, dann Rüstung und zum Schluss die Lebensregeneration. Und beim Abenteuer ist es so, dass wir als erstes auf die Ressourcenkostenreduktion setzen, danach auf den Flächenschaden, dann auf das Leben pro Treffer und zu guter Letzt auf den Goldfundbonus. Die Spielweise ist hierbei wirklich sehr einfach. Das Wichtigste und Grundlegendste, was wir beachten müssen, ist, dass wir zu jeder Zeit so viele Geschütztürme wie nur irgendwie möglich aktiv haben.
Das bedeutet, nach Betreten eines Rifts stellen wir als allererstes mal unsere drei Geschütztürme, die wir standardmäßig stellen können, stellen wir auf. Und sobald wieder Aufladungen verfügbar sind, stocken wir das Ganze auf 5 verfügbare aktive Geschütztürme auf. Diese versuchen wir auch über den gesamten Rift aktiv zu halten. Das Problem dabei ist, jedes Mal, wenn wir draufgehen, jedes Mal, wenn wir die Ebene wechseln, sind sämtliche Geschütztürme verschwunden und wir müssen wieder neu anfangen, und zwar bei 0. Das ist aber gar nicht so schlimm, das geht sehr, sehr schnell, und nachdem wir diese Geschütztürme aufgebaut haben, aktivieren wir natürlich unsere Rache, versuchen auch den Skill durchgehend aktiv zu halten, unseren Gefährten so oft wie möglich zu benutzen und hüpfen dann durch die Gegend, suchen uns unsere Gegner und zerlegen tatsächlich alles mit unserem Mehrfachschuss. Ihr werdet sehen, dass das total super funktioniert und auch sehr, sehr viel Spaß macht, und jedes Mal, wenn, wie gesagt, die Cooldowns wieder fertig sind, die Skills wieder umgehend aktivieren, Geschütztürme immer wieder nachstellen, so dass immer 5 aktiv sind, und dann macht das Ganze super viel Spaß. Es ist eine relativ aktive Spielweise und natürlich auch eine sehr effektive Spielweise, denn wir können damit tatsächlich relativ viel erreichen. Das Ganze könnt ihr euch selbstverständlich jetzt noch im Gameplay angucken. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bevor ich euch das jetzt anschmeiße, sage ich natürlich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auch mit dem Bild. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.